Mission 3 wird wieder etwas einfacher, denn obwohl wir gegen zwei KIs antreten, ist nur eine ein vollwertiger Gegner. Die größte Bedrohung ist die trojanische Stadt im Südwesten der Karte, deren Kaserne im Zentrum wir zerstören sollen. Im Nordwesten befindet sich zusätzlich ein römischer Stützpunkt, der aber keinerlei eigene Wirtschaft besitzt und daher auch keine Truppen nachproduzieren wird. Dessen vier Wagenbauer müssen zerstört werden, die Munitionsmanufakturen dürft ihr aber stehen lassen. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, wäre es wirklich cool gewesen, wenn die KI zumindest per Skript in der Lage gewesen wäre, auch mal Kriegsmaschinen einzusetzen. In eurer Siedlung gibt es drei Berge. Die große Bergkette im Westen enthält Kohle, Eisen und Stein. Der südliche Berg, wo sich die ganzen Rehe tummeln, enthält eine große Goldader. Und im Nordosten findet ihr einen dritten Berg, wo ihr Kohle, Eisen und Gold abbauen könnt. Da der grüne Spieler, wie gesagt, keine eigene Wirtschaft besitzt, ist nur Blau langfristig eine Bedrohung. Im späteren Verlauf wird Blau aber langsam vom Süden aus in eure Richtung siedeln. Falls ihr also nicht ohnehin schon dort verteidigt, wollt ihr vielleicht später eure Türme dorthin verlagern. Grün macht sich durch seine Selbstschwächung zu einem verlockenden Ziel, allerdings sind in seiner Siedlung Trigger verteilt, die einen Großangriff des blauen Spielers auslösen, wenn eine eurer Einheiten dort rumläuft. Ihr müsst dann also immer noch bereit sein, euch zu verteidigen. In meinem Run hat sich Blau dann aber um die eroberten Türme von Grün gekümmert und so einen großen Teil seiner Soldaten weit außerhalb seiner Siedlung positioniert. Reißt die grünen Türme also nicht ab. Wenn Blau sie einmal erobert hat, wird er auch Patrouillen dorthin schicken, was sich auf vielfältige Weise ausnutzen lässt. Etwas schade finde ich es, dass der grüne Spieler so wirkt, als sollte er durch Schiffe erreicht und angegriffen werden, aber letztendlich gibt es dazu keinen Grund, weil ein früher Angriff auf Grün ist wegen des genannten Großangriffs auch nicht ratsam. Hätte Grün eine Soldatenproduktion und würde auch direkt als besiegt zählen, wenn sein Teil des Ziels erreicht ist, gäbe es vielleicht einen Grund, ihn früh eliminieren zu wollen, aber leider verpasst die Karte diese Gelegenheit. Ihr solltet also eine entspannte Runde vor euch haben.